Guten Morgen! Heute gibt es richtig crazy shit. Und zwar könnt ihr in meinen Kopf gucken. Ich habe euch nämlich mal meine Mindmap, die ich mir immer vor jedem Video mache, um halt eine Struktur für mich zu entwickeln, die poste ich euch jetzt hier parallel. Die blende ich euch ein. Das ist quasi das, was in meinem Gehirn abläuft. Und gebt mir bitte da mal ein Feedback, ob ihr diese Mindmap parallel auch immer mit angezeigt werden möchtet, wenn es sich anbietet. Manche Videos mache ich auch ohne Mindmap. Und ja, ob das für euch ein Benefit ist, ob ihr das gerne mögt oder eher nicht. Die Menschen, die auf dem Handy das gucken, die werden es wahrscheinlich eh nicht lesen können, aber die am Computer, die können sich das groß machen und lesen. Und dann hat man auch so ein bisschen besser vielleicht ein besseres Verständnis dafür, wie ich halt so die Zweige abgehe. Das Thema heute soll nämlich sein, B12. Ist es möglich, sich mit Vitamin B12 komplett zu versorgen, ohne dass man supplementiert? Das Thema ist ein Thema, das läuft schon aktuell heiß seit ungefähr 4-5 Jahren. Und es gibt da sehr, sehr viele Informationen. Und ich möchte einfach aus drei Aspekten heute zu einer Meinung kommen. Das eine ist meine Intuition, das ist meine persönliche Erfahrung, also das, was ich aus meinem Menschenverstand und aus meinem Gefühl her heraus ich persönlich für mich denke und fühle. Dann gibt es das Wissen, was ich natürlich auch mit meinem Verstand erfasse, aber was nicht von mir generiert ist, sondern was von außen kommt. Und das ist der zweite große Punkt. Und der dritte große Punkt ist, dass man von anderen Menschen persönliche Erfahrungen, denen man vertraut, auch ja, hat. Und diese drei Punkte möchte ich heute mit euch abarbeiten. Fangen wir an mit meiner Intuition. Mit dem, was ich persönlich fühle zu dem Thema, was ich persönlich denke zu dem Thema. Also, meine Intuition sagt mir, dass ich als Mensch, der von dem Universum, der Natur, Gott oder was auch immer, auf diese Erde gepflanzt wurde, dass ich es ohne Probleme schaffen kann, auf diesem Planeten zu überleben, ohne dass mir die Industrie ein Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Das ist einfach so meine absolute Überzeugung, dass es auf jeden Fall möglich ist. Und dass immer wenn von irgendeinem Mangel gesprochen wird, bei mir so ein Lämpchen aufpoppt, was sagt, hey, wer hat denn das gesagt, dass da ein Mangel ist? Spüre ich das wirklich oder hat das irgendjemand gesagt? Und entsprechend würde ich da sagen, es ist definitiv möglich, eine natürliche Ernährung durchzuführen. Mir ist aber auch bewusst, dass aus denselben Abhängigkeiten in Bezug auf meine eigene Wissensbildung, das Monopol liegt eben nicht bei mir, sondern bei der Schule. Ich habe ja gelernt, dass ich auf andere zu hören habe und das reproduziere und das in mich aufnehme. Bei der Schule, bei den Eltern, später bei Informationsquellen wie Büchern oder YouTube-Kanäle, was auch immer. Und entsprechend, da bin ich mir natürlich bewusst, dass ich da auch ein gewisses Manipulationsopfer und potenzielles Manipulationsopfer bin. Und ja, entsprechend ja, ist es halt nicht so einfach dann sich wirklich natürlich zu ernähren. Aber dass es möglich ist, das sagt mir meine Intuition. Es ist möglich, sich komplett natürlich zu ernähren. Weiterhin, das ist eigentlich schon mit dem einen Punkt verbunden. Diese Geldgier der Unternehmen, dieser Wunsch nach immer mehr Geld, was immer verbunden ist mit anderen Menschen dazu zu bringen, dass sie ihr Geld mir geben. Und da sind wir genau wieder bei der Manipulation. Wenn ein Unternehmen das sozusagen kultiviert, dass wir einen oder generiert überhaupt das Wissen, dass wir einen zum Beispiel B12 Mangel haben, dann kann es natürlich diesen Mangel beheben. Also es muss erstmal darauf aufmerksam machen, dass ein Mangel existiert, das muss erstmal geglaubt werden und dann hat man natürlich die Lösung für den Mangel. Und das ist ich habe ja BWL studiert, das ist ein Ding, was passiert ständig in der Wirtschaft. Man hat überhaupt keinen Bedarf an irgendwas und da muss erstmal ein Bedarf geschaffen werden. Zum Beispiel Handyschutzhüllen. Ja, bevor jemand überhaupt eine Handyschutzhülle mal entwickelt hat, hat niemand gesagt, ich brauche eine Handyschutzhülle. Ja, und das wurde erst dann, es gab Werbung, oh, das Handy fällt runter und eine Handyschutzhülle schützt davor. Es wurde erstmal ein Bedarf geschaffen.
Genauso mit solchen Sinnlosigkeiten wie so ein Eier auf Pizza oder sowas. Wenn es das nicht gegeben hätte, das würde niemand vermissen. Aber dadurch, dass halt in Werbespots das gezeigt wurde und das gesagt wurde, hey, das ist ein total geiles Gimmick, deswegen gibt es das. Das heißt, es wurde ein Bedarf geschaffen. Und Nahrungsmittelindustrie oder Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist ein Riesenmarkt, ein Wahnsinnsmarkt. Und da werden Milliardäre geschaffen in diesem Markt. Und entsprechend, ja, sagt mir meine Intuition, was B12 angeht, dass da ein riesiger Markt dahinter steht und die alles daran setzen, dass wir glauben, dass wir einen B12-Mangel haben und dass wir das nicht mit natürlicher Ernährung decken können. Und dann gibt es noch das Argument, auch wieder ausgehend, die drei Argumente hängen so ein bisschen zusammen, ausgehend von den Unternehmen und von der Fleischindustrie vor allem, dass die sind nun schön eingerichtet, alle Abläufe funktionieren, man verkauft sein Fleisch, dass die Argumentation der Fleischliebhaber dann immer dann dahin geht und sagt, B12 ist wichtig, oder der Fleischproduzenten, Fleisch ist wichtig, ihr müsst weiter Fleisch kaufen, ne? Und dass also die Fleischindustrie eine Rolle hat und dann natürlich auch der Konsument auf der anderen Seite, der Fleischliebhaber, der sagt, hey, ich liebe Fleisch und ich möchte eigentlich gerne in meiner Komfortzone verweilen, das sagt er sich nicht bewusst, sondern unbewusst, und dadurch natürlich sagt, ja, B12 brauche ich unbedingt, deswegen muss ich Fleisch haben. Und bei den veganen Produkten, da wird es ja nur zugesetzt, und ja, deswegen die natürliche Ernährung ist eine Fleischernährung. Dass das bei den Tieren auch nur zugesetzt wird in die Ernährung der Tiere, das, da denken die gar nicht nach, aber ihr seht schon aus diesem Zusammenhängen, dass sich der Fleischliebhaber, der Konsument von Fleisch, sich das dann gerne so einfach hinbiegt und dadurch aber natürlich auch wieder ein großer Influencer ist, wenn es darum geht, haben wir einen B12-Mangel, weil wir in Deutschland, wir haben 80% Fleischesser, also das heißt von 5 Leute essen 4 noch Fleisch, und die wiederholen das natürlich immer wieder durch Gespräche, durch, so wie ich, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und so weiter, so kultivieren das. Und das ist natürlich dann auch was, dass dieses Wissen quasi immer wieder hochgeholt wird. Und das sagt meine Intuition auch, ja, das ist ein großer Einflussfaktor, ohne dass das Substanz hat. Das ist einfach nur die Komfortzone. So, das ist so intuitiv. Und von meiner Intuition her ist es ganz klar, B12-Mangel, ja, ist sehr, sehr gut möglich, dass das einfach nur was künstlich generiertes ist und dass wir sehr wohl mit unserer ganz normalen, natürlichen Ernährung B12 zu uns nehmen können. Das ist eine. So, jetzt kommen wir zum Wissen. Ich habe hier geschrieben, Gericht ist der Meinung. Ich hatte mal ein Video gemacht, da ging es darum, dass ein deutsches Gericht festgestellt hat, dass ein Veganer anhand der aktuellen Studienlage, und das war vor ungefähr einem Jahr, dass der Veganer keinen B12-Mangel hat. Das Gericht hat alle zur Verfügung liegenden Studien, hat diese sozusagen durchgearbeitet und ist dann zu diesem Schluss gekommen, weil eine Krankenkasse wollte werben für Veganer, dass sie die B12-Test, den B12-Bluttest kostenlos anbieten. Und da hat aber eine andere Krankenkasse gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, weil natürlich Veganer alle dann zu der Krankenkasse gegangen wären. Und dann gab es halt die Klage, und da hat eben das Gericht zugunsten der Anti-Veganer quasi entschieden, dass es eben überhaupt nicht so ist, dass ein Veganer grundsätzlich einen B12-Mangel hat. Das gibt einfach die aktuelle Studienlage nicht her. Und das war ein Gericht, und das war wirklich, da haben millionenschwere Unternehmen dagegen gekämpft und haben alles ins Feld geführt, pro und contra. Und entsprechend ganz klares, guckt euch das Video unbedingt mal an, ein ganz klares Indiz dafür, dass Veganer überhaupt nicht per se einen B12-Mangel haben. Wir reden ja noch nicht von einer sehr, sehr gesunden Ernährung. Das heißt, nur eine rein vegane Ernährung. So, dann, was auch zum Bereich Wissen gehört. Die Problematik bei den Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es das ALA, da gibt es das DHA und da gibt es das EPA. Alle Lebewesen generieren ihre Omega-3-Fettsäuren aus ALA. Manche direkt, indem sie pflanzliche Nahrung essen, und manche aus dem Grunde, indem sie Tiere essen, die pflanzliche Nahrung essen. So. Und so bekommt dann halt jeder die essentiellen Omega-3-Fettsäuren, die man braucht. Wir Menschen wollen den Schritt, dass wir direkt ALA zu uns nehmen und das dann quasi verwerten in unserem Körper zu DHA und EPA, den wollen wir oft überspringen, indem wir einfach
tierische Nahrung essen. Und dann kommt es aber zu der Problematik, dass tierische Nahrung da nicht artgerecht zu anderen Problemen auch führt. Und ja, dass es also instinktiv immer besser ist, die Nahrung direkt an der Quelle zu essen, wenn wir fähig sind, das zu verwerten. Also wenn wir fähig sind, Ala zu verwerten, dann sollten wir auch Ala zu uns nehmen. Und genauso ist es dann eben auch bei B12. Wenn wir fähig sind, B12 aufzunehmen, von Wildkräutern, von was auch immer, Algen, dann sollten wir das tun und sollten nicht den Umweg über das Tier nehmen, was ja auch bloß das B12 durch Supplementierung, durch Gras oder was auch immer, Wildkräuter zu sich genommen hat. Das heißt, auch von diesem Aspekt her macht es für mich Sinn, dass wir keinen B12 Mangel haben, sondern weil der Wert so hoch ist bei B12, weil wir entstehen denn die Berechnungen, was wir brauchen. Es wird der Mittelwert der normalen Bevölkerung genommen, die keine Mangelsymptome hat. Und der Mittelwert, wann das berechnet wurde, der B12, der Menschen, die keine Mangelerscheinung beim B12 haben, dieser Mittelwert ist viel zu hoch, weil die tierische Ernährung zum absoluten Standard gehört hat und immer noch gehört. Und entsprechend ist der Wert viel zu hoch angesetzt. Das heißt, wir haben noch keinen B12 Mangel. Nur weil in dem Blatt vom Arzt B12 Mangel steht, wo zugrunde liegt eine Berechnung aufgrund der Mitte der Gesellschaft, die keinen Mangel hat. Und dann wären nochmal 2 Standardabweichungen raufgeschlagen. Das sind noch 15%. Da habe auch ein Video dazu gemacht. Das heißt, das ist viel zu hoch. Generell alle, fast alle Werte. Ne? Aber vor allem natürlich der, wo die Mitte der Gesellschaft quasi einen Konsum von Fleisch gemacht hat, der unfassbar schädlich ist für den Menschen und entsprechend unnatürlich, nicht artgerecht. Und daraus dann entwickelt sich dann, nur weil man in dem Punkt keinen Mangel hat, dann eine Empfehlung. Das ist absurd. So. Und das dritte, was aus dem Wissen generiert ist, ist, dass es wirklich keine Studie gibt, die versucht zu ergründen, ob man seinen B12 Bedarf ausgehend von einer wildgrünen Ernährung, also einer algenreichen Ernährung, also Wildkräuter, ob man das decken kann. Ob man mit einer gesunden Rohkost, mit hohem Wildgrünanteil, ob es möglich ist, sein B12 zu decken. Da gibt es keine große Studie darüber. Das heißt, es ist überhaupt noch nicht wissenschaftlich erfasst in dem Konsens. Und das gibt natürlich das Potenzial, das absolut möglich ist. Und dann kommen wir zu dem dritten großen Punkt, das sind die verlässlichen Fremdinformationen. Und es gibt nicht so viele Menschen, die ich komplett vertraue, weil ich sie persönlich kenne und über schon eine lange Zeit auch begleite und ja, da wirklich ausschließen kann, dass da irgendwelcher Blödsinn gemacht wird. Und eine davon ist halt ja, die Silke. Und die kennt ihr auch, die hat einen eigenen YouTube-Kanal, das ist die Silke Leopold, ich verlinke euch den da unten. Und ja, und die hat ein Video gebracht und die hat vor kurzem ihren B12-Spiegel testen lassen. Und zwar zum einen ihren ganz normalen B12-Wert, den nun jeder immer so testen lässt. Das ist der Blutserumswert und der lag bei ihr bei 318. So, das ist im unteren Normalbereich. Und sie hat den Wert schon vor ein paar Jahren mal testen lassen, da lag der noch ein Stück tiefer, aber sie hatte gesagt, sie hat vor ein paar Tage von Patrick so B12 Supplementierung genommen, also B12 so ein Wässerchen. Teste ich übrigens auch zurzeit gerade, kommt dann sicherlich auch mal so ein kleines Review darüber und deswegen ist er vielleicht leicht erhöht, aber er ist konstant im unteren Bereich und sie hat seit 8 Jahren, und das, wenn ich im Video richtig gefolgt habe, kein B12 supplementiert. Nach 2 Jahren sind die B12 Speicher aufgebraucht, wenn man kein B12 zu sich nimmt. Das heißt, sie hat immer noch aktiv, also sie hat erstmal im Blutserum noch B12 enthalten. Und nun kommen wir dazu, dass sie auch ihren HoloTC, das heißt ihren Holotranscobalamin-Spiegel, hat testen lassen. Das ist ein Indikator dafür, was aktiv im Blut an also Proteine, die das aktiv binden, was da ist, was sozusagen verwertet wird auch, was da ist. Und auch da ist sie im unteren Normalbereich. Ich blende euch das vielleicht jetzt mal ein, ansonsten verlinke ich euch einfach ihr Video. Schaut euch das mal an. Das heißt, auch Silke hat mir gezeigt, dass es seit 8 Jahren oder so, ohne dass sie B12 supplementiert, absolut möglich ist, einen ganz normalen B12 Spiegel zu erhalten, und zwar noch in dem Normalbereich, den ich schon als zu hoch empfinde. Und ja, alles in allem ist für mich mittlerweile echt so eine tiefe Überzeugung gekommen, dass ich
ernsthaft von meiner Meinung abrücke, zu sagen, nehmt zur Sicherheit B12. Das würde ich dann machen, wenn ihr noch keine vollwertige Rohkosternährung durchführt. Dann sage ich, ja, nehmt lieber B12, weil der große Punkt, Silke zum Beispiel, die es tatsächlich bewiesen hat, dass man nicht B12 zu supplementieren braucht, sie lebt ja wirklich nahezu 100% Rohkost und einen hohen Anteil an Wildgrün. Und das machen nicht so viele. Dazu tut die liebe Silke auch die anderen Dinge, die für eine Gesundheit wichtig sind, auch umsetzen. Das heißt, sie ist viel an der frischen Luft, sie bewegt sich auch viel. Bei der Abhärtung ist, glaube ich, noch eine Luft nach oben, aber auch, ich glaube, auch da ist sie dabei. Sie läuft ja zum Beispiel barfuß. Und also Silke lebt schon sehr, sehr gesund. Und wer genauso auch den Fokus auf der Rohkost hat, viel Wildgrün ist, sich bewegt, vielleicht sogar noch abhärtet, bei dem bin ich mir sicher, der kann auch ohne B12-Supplementierung leben. Und das ist für mich so die Quintessenz, die aktuelle Quintessenz aus allen drei Sachen, die mir für mich eine Entscheidungsbasis ist. Einmal meine Intuition, einmal das Wissen um die Zusammenhänge und einmal die verlässlichen Fremdinformationen. Das wollte ich euch heute teilen. Bitte gebt mir gerne eure Kommentare zu dieser Thematik. Sehr, sehr interessant, und wir sehen uns in den Kommentaren oder zum nächsten Video. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.